Was ist? Also, an der Kleidung der Toten sind Schmauchspuren, der Schuss ist seitlich eingedrungen und vermutlich gezielt abgefeuert worden. Die Frage ist also, wer konnte außer Ihrem Mann wissen, dass Frau Klein mit den Tageseinnahmen unterwegs war? Gut, dann wollen wir mal. Du nicht. Wir haben einen Termin. Dienstliche Schuss. Die Luft aufgelöst haben. Was gibt es? Na, die Spusi hat zwar den Tatort abgesucht, aber nicht die Straße. Hier standen nämlich die Einsatzfahrzeuge. Ja gut. Naja, wenn der Täter wirklich einen Fluchtwagen gefahren hat, dann hat er ihn doch sicher hier irgendwo geparkt. Das heißt, er könnte hier auch Spuren hinterlassen haben. Wir sammeln also einfach alles ein, was wir finden, okay? Gut, wie du meinst. Ich klappe dann schon mal die Geschäfte ab. Miguel! Vergiss es. Miguel! Tschüss. Weidenfels auf seine Frau geschossen hat. Und bei der Juwelierin haben die Spusis Faserspuren von Weidenfels gefunden. Dieselbe Waffe, derselbe Täter. Also, worauf warten wir noch? Weidenfels nicht nur sich selbst, sondern auch seine Frau erschießen. Ja, weiter hat er Doppelselbstmord, hast du doch selber gesagt. Ja, aber es macht doch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, dass er auch seine Frau erschießen wollte, wenn die beim Überfall gar nicht dabei gewesen ist. Wo ist denn die Logik? Ich glaube, da ist nichts mit Logik. Dem ist einfach eine Sicherung durchgeknallt. So sieht's aus. Nee. Schau mal. Der Überfall war um kurz nach sechs. Wie lange braucht er von da zu sich nach Hause? Ha? Viertelstunde, 20 Minuten höchstens. Und was willst du jetzt damit sagen? Als ich kam, war es halb acht. Verstehst du, da fehlt eine ganze Stunde. Wo war er in der Zeit? Was hat er gemacht? Soll ich nochmal rüber in die Gerichtsmedizin und ihn fragen, ja? Nee, du hättest deine Frau fragen sollen. Ich habe nachgeguckt. Wir haben nicht eine Aussage darüber, wann ihr Mann nach Hause gekommen ist. Warum nicht? Alter, ich verstehe nicht ganz, warum du hier so einen Stress machst. Weil er durch meine Kugel gestorben ist. Nicht durch deine. Vielleicht hatte er neben seiner Verzweiflung tatsächlich noch einen ganz anderen Grund, warum er seine Frau erschießen wollte. Danke. Nach allem, was wir nämlich über Lutz Weidenfels wissen, ist er einfach nicht der Typ, der so eine Nummer alleine durchzieht. Hier, hier und hier wurden Blutspuren der Juwelierin gefunden. Und? Das sind alles Stellen, die man von der Fahrerseite quasi nicht erreichen kann. Das heißt, Lutz Weidenfels war höchstwahrscheinlich nur der Beifahrer. Seine Frau saß vermutlich am Steuer. Jetzt lass uns doch mal überlegen.